Sowas wird schon dabei. Ein richtiger Mann braucht eine Walze. Na, ich glaube, dass das eine super Sache wird, wenn die umbaut ist. Die ist noch so gut in Schuss. Wie gesagt, sogar die Schmiernippeln haben noch dran. Geile Geschichte. Das ist ein Schnäppchen. Das habe ich bei Kleinanzeigen. Das hat keine 200 Euro gekostet, keine 150 Euro, keine 100 Euro, sondern nur 50 Euro. Das ist wirklich ein Schnäppchen. Da kommt noch so ein Halter dran für einen Grammellader, für einen Schnellwechsler. Dann kann ich das schön wechseln. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache, muss ich mir erst besorgen. Aber stabile Walzen, schwer, die hat ein Gewicht. Die möchte ich hernehmen, ein wenig zum Planieren. Ich habe einiges zum Planieren. Das ist noch nicht so richtig befestigt. Und mit denen war das ideal. Das zeige ich euch dann noch, wie das hinhaut. Aber das ist ein Schnäppchen. Wer das sehen möchte, wenn ich das umbaue für meinen Grammerradlader, der muss mich verfolgen. Die ist so schwer. Die hat so eine 3-Punkt-Aufnahme für einen Pull-Look. Aber ich brauche es am Lader. Also die hat ein sicheres Gewicht. Da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Die freut mich. Da ist sogar noch Schmiernippe dran. Da auch. Also ein Baum frei. Super. Vielleicht verstärke ich ihm da das Gestell noch ein wenig. Das werde ich am Weg schneiden müssen. Mal schauen. Oder vielleicht nicht. Also beobachtet mich, wenn ihr es sehen möchtet. Dort mich abonnieren, dass ihr mich nicht versammt. Weil ich habe im Internet gesucht, ob ich ein Beutel finde, wo so ein Radlader vorne so eine Walzen dran hat. Findest nichts. Es gibt von Haus aus die Walzen, quasi wo hinten Reifen haben und vorne die Walzen. Aber wo ein Radlader das umgebaut hat, mit vorne Walzen, habe ich nicht einmal ein Beutel gefunden. Also gibt es sowas noch nicht. Und ich möchte sowas machen. Weil ich bin der Spangler-Franz. Abonniert es mich, gebt mir ein Like, versammelt es nicht. Wird interessant.